Die fünf berühmtesten Slytherins aus der Geschichte. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video möchte ich dir fünf bekannte Hexen und Zauberer aus dem Haus Slytherin vorstellen, die einen bleibenden Eindruck in der Geschichte der Zauberei hinterlassen haben. In der magischen Welt gilt jeder als Slytherin, der aktuell oder ehemals die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besucht hat und bei seiner Ankunft in das Haus Slytherin eingeteilt wurde. Das Haus Slytherin repräsentiert eines der vier Gründungsmitglieder von Hogwarts, nämlich Salazar Slytherin. Er war ein mächtiger Zauberer, der an die Reinheit des magischen Blutes glaubte und dafür einstand, dass nur reinblütige Familien die Aufnahme in die Schule gewährt werden sollten. Daher assoziieren viele Menschen Slytherin oft mit grausamen, dunklen oder einfach voreingenommenen Hexen und Zauberern. Leider wird dieses Bild von Slytherin auch durch die schiere Anzahl der Absolventen gestützt, die später in die dunkle Magie verwickelt wurden. Aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass das nicht immer der Fall ist. Es gibt viele gute Hexen und Zauberer, die ehemalige Slytherin-Schüler waren, und auf einige von ihnen werden wir heute in diesem Video eingehen. Lasst uns also einen Blick auf fünf berühmte Slytherins werfen, die Geschichte geschrieben haben. Beginnen wir mit der Nummer 5, der blutige Baron. Du kennst den blutigen Baron heute wahrscheinlich eher als die Geisterversion von sich selbst, der als Slytherin-Geist durch die Hallen von Hogwarts spukt. Der blutige Baron, dessen richtiger Name unbekannt ist, war jedoch einst selbst ein Schüler der Schule. Er hat Hogwarts im 11. Jahrhundert besucht. Als er ankam, wurde er sofort in Slytherin einsortiert und es ist nicht viel über seine Zeit als Schüler bekannt. Wir wissen jedoch, dass er sich irgendwann nach seinem Abschluss unsterblich in Helena Ravenclaw verliebte, die Tochter eines anderen der vier Gründungsmitglieder von Hogwarts, Rowena Ravenclaw. Leider wurde diese Liebe nicht erwidert und Helena, eifersüchtig auf die Erfolge ihrer Mutter, beschloss, Rowenas Diadem zu stehlen und in die albanischen Wälder zu fliehen. Rowena, die von der Liebe des Barons zu ihrer Tochter wusste, beauftragte ihn, Helena ausfindig zu machen und sie nach Hause zu bringen. Doch als der Baron sie fand, weigerte sich Helena, mit ihm zurückzukehren. In seiner Wut über ihre Ablehnung tötete er sie in blindem Zorn, indem er sie erstach. Als er erkannte, was er getan hatte, richtete er die Klinge gegen sich selbst und beging Selbstmord. Dieses Blut, was sie beide bedeckte, gab ihm schließlich den Namen der blutige Baron. Es wird gesagt, dass er oft durch den Astronomieturm von Hogwarts streift, als Geist natürlich, und zur Buße für seine Sünden mit seinen Ketten rasselt. Nummer 4. Phineas Black. Ein weiterer bekannter Slytherin, wenn auch wohl weniger prominent als einige andere Zauberer auf unserer Liste, ist Phineas Black. Phineas wurde in das reinblütige Haus der Black-Dynastie geboren und war ein treuer Anhänger der Vorstellung, dass Schlammblüter und Muggel einer niedrigeren Klasse angehörten als reinblütige Familien. Nach seinem Abschluss in Hogwarts kehrte Phineas später in die Schule zurück und übernahm eine Position als Professor. Obwohl er diese Rolle nicht besonders mochte, geschweige denn die Schüler, die er unterrichten sollte, akzeptierte er schließlich eine Beförderung zum Schulleiter, eine Position, die ihm vom Zaubereiministerium übertragen wurde. Hier ging er als der unbeliebteste Schulleiter aller Zeiten in die Geschichte ein. Ein Titel, den sogar sein Ur-Urenkel Sirius Black später dem jungen Harry Potter gegenüber erwähnte. Aufgrund seines mangelnden Interesses am Amt des Schulleiters von Hogwarts war er sich vieler Gefahren nicht bewusst, die die Schule während seiner Amtszeit bedrohten, besonders in den späten 1800er Jahren. Ein Beispiel dafür ist, dass er sehr wenig über die geplante Invasion der Schule durch den Kobold Ragnarok wusste. Ein Komplott, das Teil der Rebellion der Kobolde gegen die Zaubererwelt im 19. Jahrhundert war, und das brachte viele Leute in Gefahr. Nummer 3. Lita Lestrange. Lita Lestrange war eine französisch-britische Hexe, die Hogwarts besuchte. Sie war eine Slytherin-Schülerin und ihr engster Freund war niemand anderes als der Hufflepuff-Schüler Newt Scamander, der berühmte Magizologe und Autor von Fantastische Tierwesen und Wo sie zu finden sind. Obwohl Litas Verhalten in der Schule zu einer Menge Ärger führte, wurde sie später eine angesehene Mitarbeiterin im britischen Zaubereiministerium für magische Strafverfolgung. 1927 hatte sich Lita mit Theseus, dem älteren Bruder von Newt Scamander, verlobt und später im selben Jahr opferte sie sich, um Gellert Grindelwald daran zu hindern, die Scamander-Brüder zu töten. In den Flammen von Grindelwalds Protego Diabolica-Zauber opferte sie sich und verstarb. Es wird berichtet, dass Litas Opfer Newt dazu inspirierte, Gellert Grindelwald offen herauszufordern und an der Seite von Albus Dumbledore in den Krieg zu ziehen. Nummer 2. Merlin. Merlin, ein weiterer Schüler von Hogwarts während seiner prägenden Jahre.
Die Harry Potter-Version von Merlin wurde bei der Ankunft im Haus Slytherin einsortiert und von Salazar Slytherin persönlich unterrichtet. Es wird gemunkelt, dass er die Leidenschaft für alte Magie hatte und die geheimen Räume in Hogwarts erforscht hat, die als die verfluchten Gewölbe bekannt wurden. Als einer der wohl berühmtesten Zauberer aller Zeiten war er ein Verfechter der Rechte der Muggel und hat nicht an die Werte der Blutreinheit geglaubt. In Anerkennung seiner Verdienste um die Welt der Zauberer vergibt das Zaubergamot, ein altes Gremium, das dem Zaubereiministerium vorausging, jährliche Auszeichnungen, bekannt als der Merlin-Orden. Seit dem 15. Jahrhundert verleiht das Zaubergamot den Merlin-Orden in den Klassen 1, 2 und 3. Der Merlin-Orden erster Klasse ist eine Goldmedaille, die an einem grünen Band befestigt ist und ein Spiegelbild des Hauses in Hogwarts darstellen soll. Diese Auszeichnung wird an Hexen und Zauberer verliehen, die herausragende Tapferkeit oder besondere Leistungen in der Magie gezeigt haben. Im Klassenzimmer für Zaubereigeschichte in Hogwarts befindet sich zudem ein Glasfenster, das den Namen Merlin trägt. Merlins Leistungen sind so bekannt, dass sein Name sogar ein integraler Bestandteil der Zaubererwelt geworden ist. Ausrufe wie bei Merlins Bart sind in der Alltagssprache zu hören. Nummer 1: Tom Riddle. Wo Merlin wahrscheinlich der berühmteste Zauberer ist, der jemals in Slytherin einsortiert wurde, ist Tom Riddle ohne Zweifel der unglaublichste Slytherin der Geschichte. Als Sohn einer verarmten Meropigaunt, eines der letzten überlebenden Mitglieder der einst stolzen Zaubererdynastie der Gaunts, wurde Tom Riddle schon bald von seiner Mutter verlassen. Infolgedessen wuchs Tom in einem Waisenhaus auf, bevor er im Alter von 11 Jahren die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besuchte. Natürlich wurde er in Slytherin einsortiert und verbrachte einen Großteil seiner Zeit mit dem Studium von außerschulischem Material über dunkle Magie. Tom war der Schüler, der die versiegelte Kammer des Schreckens von Salazar Slytherin wieder öffnete, ein Verbrechen, das er später Rubeus Hagrid anlasten sollte. Nachdem er Hogwarts verlassen hatte, wurde Tom einfach ausgedrückt ein Massenmörder, der seine Seele in mehrere Fragmente spaltete, um Horcruxe zu erschaffen, in dem verhängnisvollen Versuch, ewig zu leben. Während dieser Zeit versammelte er seine treue Anhängerschaft um sich, bekannt als die Todesser, und übernahm den Namen Lord Voldemort. Kommen wir nun zu ein paar nennenswerten Erwähnungen. Während die vorherigen Hexen und Zauberer berühmte Slytherins sind, die in die Geschichte der Zauberer eingegangen sind, möchte ich auch ein paar ehrenvolle Erwähnungen an andere Hausabsolventen vergeben, die ebenfalls in den Geschichtsbüchern Erwähnung finden. Vor allem gibt es eine große Anzahl von Hexen und Zauberern aus dem Haus der Black-Familie, die die Entwicklung der Zaubererwelt vor allem im 20. Jahrhundert beeinflusst haben. Die drei Black-Schwestern, Narcissa, Bellatrix und Andromeda, spielten beispielsweise eine Rolle beim zweiten Aufstieg und Sturz Voldemorts zur Macht. Die berühmteste der drei Schwestern ist natürlich Bellatrix Lestrange, angeblich die Geliebte des Dunklen Lords selbst und wahrscheinlich die böseste Hexe ihrer Zeit. Ihre Beiträge als treue Todesserin im Ersten und Zweiten Zaubererkrieg sind mehr als gut dokumentiert. Narcissa hingegen, die Mutter von Draco Malfoy, ist die Hexe, die dafür verantwortlich ist, Voldemort vorzutäuschen, dass Harry Potter während der Schlacht von Hogwarts im Verbotenen Wald gestorben ist. Sie tut dies nicht aus Liebe zu Harry, sondern zu ihrem Sohn. Aber hätte sie sich entschieden, Voldemort zu sagen, dass Harry am Leben war und nicht tot, wären die Dinge vielleicht ein wenig anders verlaufen. Und schließlich ist da noch Andromeda Tonks. Andromeda ist dafür bekannt, dass sie als eines der wenigen Mitglieder der Familie Black die Verbindung zu ihnen abbrach, weil sie deren Glauben an die Blutreinheit ablehnte. Sie heiratete einen Muggelgeborenen, Ted Tonks, und sie bekam ihr einziges Kind, Nymphedora Tonks, eine berühmte Aurorin und Mitglied des Orden des Phönix. Ein weiteres Mitglied der Familie Black, das ein Slytherin war und eine ehrenvolle Erwähnung verdient, ist Regulus Black, der jüngere Bruder von Sirius Black. Regulus ist der Zauberer, der für den Diebstahl und das Verstecken eines von Voldemorts Horcruxen verantwortlich war, um zu verhindern, dass er an die Macht zurückkehrt. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Professoren würdigen, die ebenfalls einst dem Haus Slytherin angehörten. Da ist natürlich Professor Severus Snape, der jahrelang sein Leben riskierte, indem er vorgab, ein treuer Anhänger Voldemorts zu sein, um den Tod der Frau zu rächen, die er einst liebte, Lily Potter, Harry Potters Mutter. Ich möchte auch den exzentrischen Professor Horace Slughorn erwähnen, den Gründer des Slug Club, der einem jungen Tom Riddle unschuldig Informationen über die dunkle Kunst der Horcrux-Erschaffung vermittelte. Diese Informationen dürfte Riddle wohl auf den Weg gebracht haben, Lord Voldemort zu werden. Und dann noch ein letztes Wort des Lobes für Dolores Umbridge, die sadistische, katzenliebende ehemalige Slytherin, die Schüler folterte und dabei auch noch kicherte.
Und das war's wieder mit diesem Video. Wie hat es euch gefallen? Gibt es weitere berühmte Slytherins, die deiner Meinung nach verdienen, in dieser Liste erwähnt zu werden? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.